Hiho und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde zu Dwarf Fortress. Gehen wir eine Zoomstufe näher. Ja, das ist so, das ist auch noch so ein Problem bei diesem Spiel. Die Zoomstufe resettet sich beim Laden. Also wir sind dann immer irgendwo hier oben ganz reingezoomt. Also blub, so. So ungefähr. Muss ich immer rauszoomen und manchmal zoome ich zu weit raus. So. Okay, gucken wir mal. Was haben wir alles zu tun? Wir haben da zwei Chalk-Pedestals. Ja, und ich habe nachgeguckt, habe aber nichts Konkretes gefunden, was das Problem mit diesen Zimmern sein soll. Also, dass sie meckern, sie haben nur Mieger. Sachen. Muss ich noch mal nachgucken. Du baust sogar noch einen Turm. Ja, gucken wir mal. Angeblich ist der Wert noch nicht hoch genug von diesem Ding, obwohl wir Artefakte reingekriegt haben. Wäre noch jeweils ein Rockkoffer. Okay, aber gucken wir weiter. Wir brauchen dringend immer noch Trinken. Wird Trinken gebraut? Ja, Trinken wird gebraut. Gut. Ah, Saving Game, weil wir jetzt Herbst haben. Okay. Und vielleicht mache ich noch ein paar Clothbags. Die scheinen auch noch gebraucht zu werden. Gerade um Knochen zu verstauen. Ja, und die lassen halt ihr Essen einfach wieder auf den Kisten rumliegen. Was ich sehr, sehr toll finde, nicht? Gut, was können wir als nächstes machen, während wir hoffentlich weiter trinken brauen? Da ist eine Limestone-Statue. Ah, die Statuen, die wollten wir, glaube ich, auch noch hier reinstellen. Furniture-Statue. Ruhig die Limestone hier. Furniture-Statue. Die Schalk-Statue hier. So. Passable und verbitten, nee. Was brauchen wir noch?
Ich würde mal sagen, ich spendiere den Zwergen demnächst auch mal Cabinets, dass sie ihre Klamotten aufräumen können, die da so rumliegen. Werden Knochen in Barrels gelagert? Gucken wir mal. Es wird einfach nur ein Barrel hingestellt. Ich habe auf jeden Fall noch zwei Särge, ist mir so aufgefallen. Also packen wir die auch gleich noch da drunten unten hin. Ja, wir haben ein totes Zwergenkind. Barrel. Und noch ein Barrel. So, wie gefallen euch eure Räume denn jetzt? Ogdorwer Koffer. Limestone Koffer. Equipment Mismatch mal wieder. Aber ja, wir wollten gucken, wie gefallen euch eure Studies. Die sind immer noch nur Mika. Naja, gut, sollen Sie sich erstmal mit Miga zufrieden geben. Stimmt, ich muss ja auch neue Hunde hinpacken. Ob ich die beiden Dinger nicht einfach irgendwann abbaue und hier oben hinbaue? Weil ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie weit die Sichtweite von den Hunden mittlerweile ist. Wird immer noch trinken, gebraut, das ist gut. Nein, du wirst nicht verkocht. Hier wird auch alles. Ja, Plumpemmets. Wie sieht es mit der Ernte gerade so aus? Blub.
Oh, sehr schön. Die Plumpemet-Felder werden immer größer. Hier wird Pigtail gemacht. Wie viel Pigtail haben wir denn so? Ja, wir haben 6. Das heißt, wir könnten langsam mal die Loom anwerfen. Wobei, da müssen wir erst im Farmers Workshop. Process Plants. Okay, der klappt nicht. Der klappt auch nicht. Der klappt auch nicht. Okay. Gut. Oh, keine Ahnung, wie ich jetzt da unten hingekommen bin. Wie sehen unsere Bolts so aus? Ashen Bolts, aber da könnten wir noch mehr gebrauchen. Ja. Wooden Bolts. Mach ruhig mal 20 Stück. Die verfeuern nämlich die Bolts auch wie nichts Gutes beim Training. Wir hatten einen Reindeerkäfer. Was haben wir noch so an Tieren? Können wir Profession? Nee, nur Name. Unavailable pet, domesticated. Jede Menge Hunde. Da ist ein Dings dazwischen. Okay, dann sollten wir die beiden jetzt dringend mal auf unsere Wiese stellen, bevor die auch verhungern. Flup, flup. Oh, wir haben gerade keine Plans mehr. So.
macht mein Klopf denn eigentlich gerade so? Klopf hat no Job. Wie kommt das? Erstmal kurz gucken. Plan Processing. Hat der Koch inne? Der ist gerade anderweitig beschäftigt, oder wie? Ja, der ist mit Plant Seeds beschäftigt. Dem sollten wir aber auch mal seine Aufgabe umändern. Bloß nicht Delete klicken. Also Farming Fields darf er machen. Boa darf auch Farming Fields machen, aber... Plant Gathering, Plant Processing, Cheese Making, Milking, Gelding. Dann, so. Brauchen wir einen neuen Task. Wo wir erstmal alles Farming Related reinmachen. Aber Butchery, Tanning, Farming rausnehmen. Brewing und Cooking. So. Dann und dann bist du der Erste, der das kriegt. Wie nennen wir denn das? Das nennen wir jetzt Agriculture. So. So. Planters haben wir genug. Ah, sehr schön. Hier ist Leder drin, Leder drin, Leder drin. Hier ist Leder und hier ist Cloth. Ah, Pigtail Cloth. Was kommt da? Woodcrafter.
Trinken nimmt schon wieder ab. Ja, hier sind alles mögliche an Seeds drin. Hier sind Sweetpots drin, hier nichts.